Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bad North. Wir haben es letztes Mal aufgehört und haben mit der letzten Folge einen weiteren Checkpoint erreicht. Und auf uns wartet nicht mehr so viel, muss man zugeben. Es könnte tatsächlich sein, wenn wir uns heute ein bisschen beeilen, dass wir möglicherweise das Spiel heute schon durchspielen. Ich bin mir unsicher, wie lange wir jetzt brauchen werden. Wir werden auf jeden Fall direkt reinstarten und mal sehen, ob das heute noch gelingt. Oh, das ist eine fiese Insel. Da gibt es sehr viele Angriffsmöglichkeiten. Egal, wir gehen direkt rein. Gar nicht lange drüber nachdenken. Einfach machen. Okay. Auch nicht wirklich Versteckmöglichkeiten für Arthur. Das ist, ich weiß nicht. Das ist schon wieder zum Scheitern verurteilt hier. Mal sehen. Aber ich darf nicht vergessen, wenn wir gerade am Verkacken sind, dann können wir das Level wenigstens immer noch neu starten währenddessen. Ist zwar ein bisschen unfair, so, ne, der Gedanke daran auch, das zu nutzen, aber naja, was soll man machen, ne? So, ihr geht jetzt erstmal in Deckung, alle. Ah, kein getroffen. Alles gut. Alter! Der hat gerade einen Bogen... Der hat gerade eine Schildtruppe einfach erledigt. Wahrscheinlich, weil da zwei Dings durchgeflogen sind, oder? So, ihr könnt die hier schon mal abschießen. Sollte nicht so schwer sein. Gehen wir noch rüber. Okay, nur die beiden greifen an. Ist noch entspannt bisher. Okay, die sind schon mal geschwächt. Sehr gut, dass man die abschießen kann mit Feinden, aber die haben wahrscheinlich einfach nur Kettenrüstung, ne? So wie mir das aussieht. Boah, die sind so stark. Sorry, aber die sind richtig schlimm. In der Masse vor allem. Davor hatten wir die halt immer nur so einzeln und da war es halt ganz angenehm eigentlich. Komm schon, Bogenschützen. Leistet euren Beitrag. Ja, guck mal. Sehr gut. Ja, komm, drei Akimbos. Also, kann von mir aus immer so sein. Ist ja keine Challenge. Weg mit euch. Sucht sofort das Land. Boah, nee, die können tatsächlich auch Schildtruppen erwischen. Das ist krass. Und, naja, Bogenschützen, nee. Ich weiß gar nicht, warum die hier noch stehen. Verpieselt euch mal schnell. Oh nein, die plumpsen voll ins Wasser. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Gelben können sich mal lieber heilen schicken. Die Lilanen regeln das schon, das ist okay. Oh, never mind, die regeln das gar nicht. Never mind, die regeln das so gar nicht. Ach du Scheiße. Ich kann Regenschauer höchstens machen. Ich könnte eine Bombe werfen, aber nur hier hinten hin. Könnt ihr kurz mal. Die können ja nicht da hochschießen. Doch, können sie. Die anderen nämlich. Okay, sobald die anlegen, werfe ich da eine Bombe hin. Jetzt. Fuck, die reicht nicht. Jetzt. Warum war... Doch, der hat die geworfen. Aber wo ist die hin? Jetzt wirft er die erst... Ach Gott, ich habe das komplett unterschätzt. Oh mein Gott, die werden von allen Seiten... Scheiße. Oh, schnell, geht euch heilen. Jetzt aber schleunigt sie. Das ist ja schrecklich. Alter. Kann man sich ja nicht geben. Ist aber okay, das schaffen wir, das schaffen wir. Komm. Ich glaube an uns. Sobald die Speerleute wieder raus sind, schicken wir die Lieder zum Heilen. So. Ihr geht euch jetzt direkt mal heilen. Schicke ich hier hinten hin. Alter, das ist echt krass. Also die Pfeiltruppen, mit denen es nicht Kirschen essen. Puh. Und das alles für 6 Münzen, ne? Ich verkaufe mich hier echt billig irgendwie. Normalerweise ist das ja so, dass wenn du so ein Geschäft hast, dass du nach und nach, ne, du verkaufst sie am Anfang billig und machst dann mehr Geld. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass unsere Taktik gerade irgendwie dabei eher landet, dass wir nicht wirklich gerade mehr Geld machen. Naja. Oh Mist, wir können leider Dings nicht upgraden, Fanteria, oder? Bei denen würde ich jetzt gerne mitnehmen. Das ist jetzt eine flache Insel, da nützt uns halt... Ne, statt den Speertypen würde ich das gerne machen, aber wir haben halt nicht so viel Geld. Ich weiß nicht, ob es schlau wäre, jetzt einfach nochmal irgendeine andere Insel zu spielen und da nochmal ein bisschen Geld zu verdienen. Ich glaube, das wäre besser, oder? Ich kaufe den jetzt mal das Upgrade.
Ah ne, das passt noch perfekt. Zwar nicht ein perfekt ausgerüsteter, aber es ist halt besser als ein Speertyp. Glaube ich zumindest. Oder noch Minen. Ich kann nur darauf hoffen. Fandria, dein erster Einsatz heute. Hoffen wir, das geht gut. Okay, auf die Insel. Ich glaube, sonst kann man, glaube ich, auch die anderen Truppen auch noch auf die Insel schicken. Und es sind dann auch nicht mehr so viele übrig, soweit ich das jetzt verstanden habe. Okay, Egbert. Und Fandria. Ich weiß nicht, ob das ein guter Plan ist, aber der hat halt wenigstens ein Schild, ne? Also, alles Schwertkämpfer. Ich kann es nur ausprobieren. Ich hoffe, die Schilder reichen von denen. Weil so stabil sehen die auch nicht aus. Falls sie nicht reichen sollten, werde ich die Runde nochmal neu starten und wieder die Speere nutzen, weil die sind natürlich stärker dann. Okay, wir können es direkt austesten. Ich will es auch direkt austesten. Ich meine, der hat einen Pfeil genau in seinem Kopf stecken, aber anscheinend hält er es aus. Das geht anscheinend. Ja doch, okay. Dann hilft der auf jeden Fall schon mal mehr als andere Gegner. Als andere Truppen. Dann macht die mal fertig. Soweit, so gut. Und ich darf nicht vergessen, der kann jetzt Minen legen. Das ist natürlich ein sehr großer Vorteil. Also mal sehen, ob ich das nutzen werde. Greifen die noch von der anderen Seite an? Nö. Ja, und Bogenschützen können uns gar nichts anhaben, die normalen. Das ist natürlich sehr vorteilhaft. Das ist sehr vorteilhaft. Das ist aber eine ganz schöne Menge hier. Geht's euch allen gut? Ja. Vorne kam Akimbus. Da hätte ich mir jetzt... Da wünschte ich mir jetzt den Arthur. Weil Bogenschützen gegen solche Truppen sind halt einfach so gut. Die sind so... Da sind so viele auf dem Boot von. Wenn die anlegen, dann sind da nur noch 3 von übrig. Das ist halt schon sehr nützlich. Komm schon. Die sind auch... Aber wenn die alle anlegen können, dann sind die echt stark. Die machen halt sehr schnell sehr viel Schaden, ne? Okay, pass auf. Wir werden jetzt mal... Schon mal das hier nutzen. Wir können das zwar nur einmal pro Runde rund nutzen, aber... Ja, wir haben halt schon ein paar Truppen verloren jetzt. So, gegen die sollten die noch klarkommen. Dann würde ich aber mal eine Mine einsetzen danach. Davon können wir 2 setzen. Oh. Werf da mal eine Mine hin und du gehst dann darüber. Wenn die da lang kommen, dann gehen die auf die Mine rauf. Automatisch. Oh Gott, das ist doch hier schon wieder so knapp gerade. Ja, perfekt. Die Mine hat zwar nur einen ausgeschaltet, aber das ist schon mal lohnenswert. Da sehe ich zumindest schon mal, dass sie funktioniert und gut ist. Okay, der kann sich ganz schnell mal heilen gehen, wenn er möchte. Okay, lilane und grüne Truppe geht hier rüber, gelbe bleibt bei den Bogenschützen. Hinten kommen auch nochmal dicke Bogenschützen. Sollte aber kein Problem sein, an sich. Die sind so, ne, diese Fetten sind so krass. Das ist nicht auszuhalten, habe ich das Gefühl. So, die Grünen können sich kurz heilen gehen. Glaube ich, dass sie das dürfen. Seit wann sind die Bogenschützen eigentlich gut im Nahkampf? Das ist doch Lüge. Das ist doch nicht echt. Kannst doch keinem erzählen. Ich hoffe, die kommen da unten klar. So alleine. Aber sollte gehen. Ja, geht. Sehr gut. Nächste Truppe, die sich heilen darf, sind die Gelben. So. Liegen sonst noch welche an? Nee, das geht ja. Huiuiui. Ich weiß nicht, ob auch unsere Truppen auf eine Mine latschen können. Deswegen traue ich mich gerade nicht, weitere zu legen. Aber bisher finde ich die Taktik, die ich jetzt angehe, mit den ganzen Schildtruppen, gar nicht mal so schlecht. Also, das ist schon empfehlenswert, das mal zu versuchen. Na gut. Boah, da sind so viele von weggeflogen wieder. Du gehst mal bitte hier hin und legst mal eine Mine dorthin. Leg die mal hier hin, die müssen da ja langkommen. Ihr versteckt euch jetzt. Oh.
Das war ja gar nichts. Die ist einfach davor schon aktiviert. Was ein Scheiß. Als ob die sich so früh aktiviert. Muss da nicht hier jemand erst drauflatschen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Oh Gott, hätte ich die Mine mal lieber für was anderes genutzt. Ich sehe es gerade. Warte, geh dir mal bitte helfen. Ja, Eckbert muss ich kurz auffüllen, ne? Der überlebt das sonst nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hätten wir mal die Fähigkeit mit dem zweimal Schlachthorn, ne? Beziehungsweise... vergessen, wie es genau hieß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das ist so ein Gemetzel. Scheiße, die muss ich... die Person muss sich hier schnell heilen. Die überlebt das sonst nicht. Die wird sterben. Helft ihr mal. Wir haben Dings verloren. Ich glaub's nicht. Die Lande müssen sich ganz schnell heilen. Eckbert bleibt noch übrig. Ach du Scheiße. Wir haben gerade wirklich eine... Wir haben jemanden verloren. Wir haben zwei Leute verloren. Der erste Einsatz von dem einen und der ist einfach direkt tot. Aber wir haben gut Geld dazu gewonnen. Wenigstens etwas. Und ein Checkpoint. 16 Münzen. Aber ob sich das gelohnt hat, ne? Für diesen Tod. Alena und Fandria sind gestorben. Fandria in seinem ersten Einsatz. Oh, irgendwie tut mir das leid. Der ist jetzt auch komplett weg, ne? Ach du Scheiße. Das ist ja richtig blöd. Also ich bin ehrlich mit euch, ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen auf der finalen Insel. Das ist dein letztes Gefecht, das, Uiuiui, das kann ja noch interessant werden. Also die einzige Chance, die wir jetzt haben, bei uns bogenschützenmäßig jetzt auch erstmal wenig was bringt hier, ja, wäre halt wirklich, dass wir dann Idelisa noch upgraden müssen halt, ne? Oder, ja. Ach so, Mist, ich hab gedacht, der heilige... Warte mal, können wir doch noch. Den können wir noch einsetzen, sehr gut. Willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Sorry, Fandria, für dich hat's nicht gereicht. Aber sie ist auf jeden Fall noch ermüdet. Ist aber nicht so schlimm. Oh Gott, das war gerade wirklich ein Herzinfarkt für mich. Das war gar nicht angenehm. Können wir was von den 16 noch holen jetzt? Wollen wir irgendwas upgraden? Können wir den Hammer nochmal upgraden? Wir können mal den Stoß an sich probieren. Nee, ich grade das hier mal ab. Können wir das nämlich zweimal nutzen. Deswegen wollte ich sie auch unbedingt zurückhaben, weil das ist eine extrem nützliche Fähigkeit. Und ich würde sagen, wir gehen auf Bree her. Weil die sieht deutlich einladender aus als Kaldey. Und dann versuche ich mein Glück mal. Vigur da unten sieht richtig leicht aus irgendwie. Das können wir nochmal so als kleine Extra-Insel vielleicht machen. Uiuiui, ey. Ich gerade am Überlegen bin, ob wir vielleicht wirklich unten bei der Morgeninsel nochmal einen Verbündeten holen. Ob sich das lohnen würde. Nee, komm, wir machen das jetzt. Wir stehen das jetzt durch. Und das ist eine sehr gute Insel für Arthur. Holy shit. Sind alle beisammen? Ja. Die Truppe ist wieder vereint. Einfach wieder zum Leben erweckt worden. Sehr gut. So will man das doch haben. Uiuiui. Mal sehen, ob wir das heute noch schaffen, die beiden Inseln, die noch vor uns liegen. Sonst wird die Folge halt ein bisschen länger. Ich will jetzt nicht unbedingt noch ein Part rausquetschen, nur für diese eine Insel. Das heißt, ich meine, ihr werdet es eh schon gesehen haben, ob das das Finale ist. Aber ja. Dann wird die Folge sonst halt mal ein bisschen länger. Ist ja auch okay. So. Sehr gut, die sind schon ein bisschen geschwächt. Das Gute ist, die Bogenschützen können da oben nicht abgeschossen werden, glaube ich. Das ist zu weit oben. Das ist richtig vorteilhaft. So, ihr stellt euch jetzt mal so hin. Die legen nämlich ein bisschen blöd an. Als ob es nur normale Bogenschützen sind. Tja. Aber die haben sich im Nahkampf in letzter Zeit auch ein bisschen zu gut bewiesen, leider. Komischerweise. Ich habe immer gedacht, das wären die extrem schwachen Truppen. Wie viele sind davon noch? Okay, noch geht's. Noch geht's, würde ich sagen. So. Oh Mann, oh Mann. Das war auf jeden Fall... Ich hoffe, dass wir die finale Insel wirklich schaffen überhaupt mit unserer jetzigen Truppe. Weil das kann echt... Das kann knapp werden. Und damit meine ich ganz schön knapp. Und ihr schafft das? Ihr schafft das?
Okay, wer will geheilt werden? Gelb sollte geheilt werden. Geht mal da rein. Weil Gelb hat, wie gesagt, die Fähigkeit, dass die automatisch noch jemanden schnell dazu holen können. Deswegen würde ich die immer ganz vorne hinstellen. Also beziehungsweise an vorderste Stelle steht die dann immer. Okay, schieß die mal ab, ja. Ich wollte gerade sagen, wir können ja auch Minen legen, aber das hat sich ja erledigt, ne? Das hat sich ja erledigt. Schade eigentlich, ne? An sich habe ich gerade gedacht, ach, Fandria schlägt sich echt gut. Ich hab echt immer nur Scheiße über ihn geredet, weil ich meinte ja immer, ach, naja, der ist eh schwach und so. Aber er hat eine gute Arbeit geleistet in seiner einzigen Runde. In seiner ersten und in seiner letzten Runde. Naja. So ist das nun mal, ne? Dafür ist halt leider die Reserve da, ne? Dafür ist die Ersatzbank da. So. Geht mal darüber. Schildtruppen sollte nicht zu viel passieren. So, die Pfeilleute gehen darüber. Vielleicht mal einen Regenschauer machen. Oh Gott. Ich werde mal kurz die Lilanen heilen. Wenn wir schon mal dabei sind, dass die sollten mit denen klarkommen, wenn die anlegen. Ansonsten machen wir einen Regenschauer. Sehr gut. Aber Eckbert, muss ich ehrlich sagen, schlägt sich nicht schlecht. Bin ich ehrlich. Schlägt sich echt nicht schlecht. Ah ja, wir hätten ja auch den Dings mitnehmen können heute, ne? Die Speer-Dings, aber die haben wir auch liegen lassen einfach. Ja, Eckbert ist jetzt ein größeres Teil unseres Teams geworden. Halt dadurch, dass die halt sich heilen können, ist das halt vorteilhafter, ne? Muss man das auch immer sehen. War nicht meine Entscheidung im Sinne von, ach, ich mag ja Eckbert viel mehr als die andere. Aber vielleicht ist es auch die Nostalgie an die erste und zweite Folge mit Eckbert. Wer weiß. Kann auch sein. Würde ich nicht ausschließen. Die Bogenschützen sind tatsächlich im Nahkampf auch gar nicht so schlecht geworden irgendwie, habe ich das Gefühl. Aber wir haben die Insel beseitigt. Soweit, so gut. So, dann haben wir das erledigt. Jetzt warten nur noch zwei Inseln auf uns. Und wir haben einen Befehlsring bekommen, was auch immer uns der bringt. Befehle wahrscheinlich, würde ich schätzen. Okay. Nicht mehr viel, nicht mehr viel. Befehlsring, was kann der? Erhöht die maximale Truppenstärke auf 12. Oh, wie cool der wäre. Wir haben aber nichts mehr frei. Können wir was rausnehmen? Nö. Schade tatsächlich. Sehr schade. Wenn wir planen würden, sie hier mitzunehmen, dann könnten wir das einsetzen. Allerdings planen wir das nicht. Von daher, ich meine, sie kann es trotzdem haben, so, ne? Es kann eh kein anderer nehmen. Dementsprechend, wenn wir sie dann brauchen würden, würde ich es... Oh, bei Eckbert wäre das so gut gewesen. Das mit den extra Münzen, das bringt halt nicht so viel. Das finde ich nicht so stark, tatsächlich. Naja, schade eigentlich. Können wir das doch irgendwas upgraden noch, bevor wir jetzt in den Kampf gehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir können halt das mit den Münzen nochmal upgraden, damit wir nochmal mehr bekommen, aber das bringt, glaube ich, an dem Punkt des Spiels auch nicht mehr wirklich viel. Lass deine Pikaniere eine gerade Linie anstürmen. Das sind alles so Sachen, die hören sich so verwundbar an, da habe ich gar keine Lust drauf. Was ist denn, wie ist denn die Struktur von den Inseln? Okay, also Arthur können wir definitiv mitnehmen bei beiden, das ist gut. Das heißt, wir machen wieder die Brietta, Alena und Eckbert-Kombination plus Arthur. Das sollte also dementsprechend kein Problem werden. Ich würde aber trotzdem vorschlagen, dass wir das dann doch erst in der nächsten Folge tun, denn ich glaube, da ist dann doch... Ich glaube, da wartet doch schon noch so einiges auf uns. Gerade in der letzten Schlacht kann ich mir auch vorstellen, dass wir die vielleicht einige Male wiederholen müssen, weil sie so schwer ist. Und ich würde einfach sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Wir können ja vielleicht noch ein, zwei Inseln der... hier noch ein, zwei Inseln machen. Wir machen vielleicht dieses Dreieck hier noch und gehen dann auf Alra zu. Mal gucken. Ich hab da noch nicht wirklich einen Plan, aber wir machen das auf jeden Fall erst in der nächsten Folge, würde ich vorschlagen. Denn das wär, ich glaube, das wäre zu lange jetzt gewesen. Dann wären wir wahrscheinlich bei einer 40-Minuten-Folge am Ende, weil diese hintere Insel wahrscheinlich... Na, ich würde davon ausgehen, die dauert ein bisschen länger. Aber na gut, wenn ihr in der nächsten Folge das Finale nicht verpassen wollt, dann schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Bad North. Habt noch einen wunderschönen nordischen Tag. Lasst eine Bewertung da und wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.